Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe noch ein bisschen Restfarbe übrig, habe einen Keilrahmen, der ist 40 auf 40 cm. Mach ein Spaßbild. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst euch überraschen. Ich denke mal, wird trotzdem cool. Dann bis gleich. So Freunde, ich habe Farbe in Weiß, einen großen Becher noch. Kupfer, da habe ich Cell Creator und Bubble Booster drin. China Grid im Rosa. Dann Türkis Blau habe ich auch Cell Creator drin. Und in diesem Red Oxid auch Cell Creator. Dann habe ich noch ein helles Grün. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, was für ein Grün das ist. Und ein Gold noch. Die Farben sind alle von Amsterdam, dass ihr das auch wisst. Und dann lasst uns einfach mal Spaß haben. Ich mache jetzt einfach mal frei Schnauze, wenn ich mal das so sagen darf. Ich lasse die Farben nämlich von ganz oben reinlaufen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und das ist das Gold. So, ich denke mal, das reicht schon an Farbe. Da sind ein paar Farben etwas dünner geworden, habe ich das Gefühl. Aber ist nicht schlimm. Wer mein letztes Video gesehen hat, ihr kennt wahrscheinlich noch diesen Spachtel. Ziehen wir jetzt einfach mal die Farben so raus. An den Rand. So, machen wir hier vielleicht noch ein bisschen helleren Punkt. So. Das Türkis würde ich dann behalten. Ich lasse mal ein bisschen Farbe ab, weil ich habe ein bisschen viel Farbe drauf. Aber das gibt einen coolen Effekt. Na, was ist mit dir los? Warum bist du nicht hier? Das möchte ich nicht verlieren. Hoffe, ich bin noch im Bild. Ja, das unten, was jetzt runterläuft, gefällt mir nicht so ganz.
Ein bisschen können wir behalten. Wow, okay. Jetzt habe ich ein Problem hier unten rechts. Aber ich glaube, ich mache das lieber ein bisschen mit Weiß zu, bevor ich mir die schöne Struktur kaputt mache. Und lasse das so etwas runterlaufen. Aber ihr seht, je mehr man es auseinanderzieht, umso cooler wird es. So, nicht verschwinden. What the fuck? Wir haben natürlich jetzt viele Luftblasen drin, weil ich es ja von ziemlich weit oben runterlaufen lassen habe. Das ist crazy. Sehr schön. Ich fahre nur ganz kurz mit dem, da habe ich immer noch zu wenig, was ist denn da los? Ja gut, der Rand ist nicht ganz so schlimm. Alles gut. Andere Seite sehe ich nicht. Okay, sieht gut aus. Also ihr seht jetzt mal, was man durch einfaches Drauflaufen erreichen kann. Ich finde es cool. Ganz kurz mit dem Heißluftföhn, nicht zu viel, weil sonst zu viel Zellen und die ganze Struktur ist wieder weg. Ich mache es nur mit dem normalen Föhn, ohne Heißluftföhn. Das ist vielleicht besser. Und nicht so heiß, die Temperatur. Kalt lassen am besten. Hier hast du es gesehen. Mein Fehler. Bin ich da doch mit dem Kabel rein. Oh Mann, 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 Timo, Timo. Ja, aber soll ja ein Spaßbild werden. Tja. Kann ich eigentlich nur mit Weiß zu machen, sonst sieht es scheiße aus. Ja, das passt. Als ihr seht, es bilden sich auch schon Zellen, ohne dass ich im Prinzip mit dem Heißluftföhn gemacht habe, sondern nur mit dem normalen Kaltluftföhn. Das ist halt dieser Cell Creator. Ja. Nur ganz kurz vielleicht mit dem Brenner. Aber gar nicht so viel. Seht ihr hier, wie das gleich reagiert? Fertig. Ja, ich kann es wieder nicht lassen. Okay, crazy. Ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken, dann seht ihr, wie das noch wieder nachgearbeitet hat. Da, wo ich jetzt auch noch mal mit dem Brenner drüber bin. Hoffentlich nicht zu viel. Und dann passt das, denke ich mal. Muss ich mal schauen, dass hier noch zu bekomme. Aber das fällt nachher gar nicht mehr auf. Crazy shit. Hier würde ich gerne noch ein paar Zellen haben. Aber nur hier. Ihr seht gleich, wie das kommt. Passt. Ich würde sagen, bis gleich. So Freunde, jetzt von daheim. Ihr seht, fast schon wieder zu viel.
aber ich fand's cool. Vor allem wäre es auch cool ohne Zellen gekommen. Finde ich jetzt einfach. Da ist natürlich, da ist dann weiß, da ist nicht viel passiert. Hier haben wir noch eine Zelle. Da hinten am Rand im Prinzip, ihr seht es hier, eine Zelle. Und hier seht ihr das Blaue dann. Richtig cool. Vor allem mal hier diese Linien, wo dann hoffentlich nichts mehr kommt. Da bin ich ja zum Schluss noch mal drüber kurz. Ihr seht, wie schnell das reagiert hat. Da kommen wir wieder zum Weißen. Ne? Hier diese Striche sind auch cool. Und da seht ihr eigentlich ziemlich viele schon wieder. Da bin ich auch mal gespannt, wenn es trocken ist, wenn die Farben richtig rauskommen. Hier haben wir auch nochmal, ups, daneben. Hier ganz viele kleine. Teilweise, wie gesagt, auch dieser Bubble Booster. Hier haben wir da auch schöne feine Linien. Und dann noch hier unten. Na, dass ihr es nochmal seht. Okay. Ein schnelles Bild. Hat Spaß gemacht. War einfach mal ein Versuch wert, finde ich, alles mal von oben reinzulaufen zu lassen. Und ich denke, es kann sich sehen lassen. Okay. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.